Leute, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2 Road to the Sunken King DLC. Wir sind ganz kurz vor dem DLC-Gebiet, aber leider kann ich da noch nicht reingehen, weil es ist noch nicht der 22. Juli. Das wisst ihr, das habe ich in den letzten beiden Parts schon angesprochen, dass man dann noch nicht rein kann. Aber es gibt schon einige Hacker, die da drin fröhlich rumturnen, aber naja, was soll man machen? Hacker wird es immer geben. Wobei ich es ziemlich bescheuert finde. Man released den DLC heute am 18. schon. Aber du musst trotzdem noch warten, obwohl er voll funktionstüchtig ist. Das ist ein bisschen dämlich. Aber hey, FromSoftware will so. Was soll man machen? Ich würde ja persönlich sagen, als Publisher... Hey, das Ding ist fertig, ihr habt es schon released, ja, dann gib ihnen halt Zugang, passt schon. Warum noch extra 4 Tage warten? Das ergibt keinen Sinn. Ist doch dämlich, wenn es fertig ist, ist es fertig. Aber naja, ich kann es leider nicht ändern. X. Wer meint, er könnte mich beißen? Autsch! Oh mein Gott, wäre ich beinahe in die Falle gegangen. Tja, meine Estus-Flakos sind alle leer. Hier müsste es irgendwo zum Bodenfeuer gehen. Ne, ich glaube, natürlich wird total falsch. Da geht's zu diesem Rieseninsekt. Das Vergiftung halt? Nein! Da geht's nicht zum Rieseninsekt. Da gehe ich ums Eck und der killt mich einfach. Killt er mich einfach? Habt ihr das gesehen? Der killt mich einfach. Oh ne, jetzt bin ich wieder hier im Heiligen Grab. Ach Gott. Ach Gott. Das sind so Orte, da will ich gar nicht sein, hä? Die Frage ist jetzt natürlich, wie schnell oder wie einfach kann ich da durchsprinten durch das Ganze? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, das war noch die einfache Stelle. Das auch. Das auch. Das geht. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Doch, ist es! Nein! Ah, 120.000 Seelen für den Arsch. Fuck. Weil ich auch immer keine Geduld habe, ja. Ich muss ja immer schnell gehen. Verdammte Kacke. Ah, das gibt's doch nicht. Der Level fordert seinen Tribut. Wäre ich das erste Leuchtfeuer gefunden, unten bei einem Loch, ja, wäre ich den normalen Weg gegangen, wäre das alles nicht passiert. Hätte ich mir das alles sparen können, aber nein. Aber nein. Ja, das macht mich jetzt ein bisschen depressiv. Ein bisschen. Ja, verlorenes Gut zurückerlangt. Mein verlorenes Gut von null. Yay. Freude, Freude. So. Kloppt dir mal Menschlichkeit rein. Dann trinkst du den Estus. Die roten Phantome bleiben ja Gott sei Dank weg. Aber er hier nicht. Und sein Kollege auch nicht. Ja, wo sind die Nächsten? Da kommen sie ja, da kommen sie ja. Fünf und da ist Nummer 6. Oh, das ist ziemlich einfach. Ihr könnt es auch mit Rollen machen, wenn ihr wollt, aber... Ich fände es so um einiges sicherer. So, hier wieder runter, hier wieder runter. Ich werde jetzt mal versuchen, hier schräg zu springen. Ja, passt wunderbar. Kann ich mir diese paar Items doch noch holen? Die ich eigentlich gar nicht wollte, aber das ist... Passt schon. Das ist alles wunderbar. So.
Das ist der normale Weg, wenn man nicht suizidgefährdet ist. Ja, dann nimmt man diesen Weg. So, dieses Mal nehme ich auch hier den normalen Weg. Wie viel Pech kann ein Mensch haben, bitte? Wie viel Pech kann ein Mensch haben? Und warum rollt sie sich automatisch ab, bitte? Bitte, bitte, bitte. Sagt es mir. Wie viel Pech kann ein normaler Mensch haben? Das ist doch abartig. Das gibt's doch nicht. Was habe ich verbrochen, dass ich das verdient habe? Was habe ich verbrochen? Das würde mich schon interessieren. Irgendwas muss ich angestellt haben, weil das gibt's sonst nicht. 120.000 Seelen für einen Arsch. Eieiei, Menschlichkeit für einen Arsch. Alles für den Arsch. Irgendwas läuft heute falsch, aber ich weiß noch nicht was. Easy. Alles easy. Da, 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 da. So. Hier wieder runter. Was? Der stürzt. Der macht mir aufmäßig Schaden. Genau. Erzählt das wem anderen her, aber nicht mir. Zack. Nächste bitte. Ach, du bist gleich nochmal. Okay. Nicht ins Wasser gehen. Im Wasser seid ihr eben einiges langsamer als die Typen. So. Weil mich im Wasser abgerollt. Ihr wisst ja, wenn ihr eine Fackel in der Hand habt und ihr rollt euch ab im Wasser, dass ihr die Fackel verliert. Wisst ihr, oder? Wissen wir alle, ja. Hier runter, nee, geh hier durch, hier rüber. Tja, mal die ganzen Flammenschmetterlinge hernehmen. Das da ist aber auch fies. Ich gehe aber hier lang. Ne, hier will ich ja nicht lang. Ich will ja hier lang. Gott, ist das fies. Oh. Genau da unten bin ich runtergefallen und abgerutscht. Ach, da ist der Typ wieder. Ne, ich muss da runter. Ich will das Bonfire, will ich. Ich will das Bonfire. Ja, so hättest du landen sollen. Und ich bin hier am Bonfire runtergeglitscht. Natürlich dann auch ziemlich geil, ne? Okay, zumindest haben wir das Bonfire. Das hilft schon mal. Oh, meine 7500 Seelen. Wuppi, habe ich auch wieder. So viele Seelen. Was mache ich denn mit so vielen Seelen? Ich könnte mir jetzt theoretisch selber einreden, dass die Zahl 7500 mehr Wert hat als die Zahl 129.000, oder? Sollte ich vielleicht auch machen. Ja, ich habe viel, viel mehr Seelen als zuvor. Ja. Yeah. Schön. Nee, das kann ich gar nicht. Das kann ich mir nicht mal einreden, auch wenn ich es bin. Ich kann das nicht. Lass doch mal bitte sterben, hallo? Frisst mir den Nippel weg, ja, das gibt's doch nicht. Naja, schieß in den Himmel. So, hier waren wir ja auch schon. Geh jetzt mal bitte aus dem Weg, weil ich habe keine Zeit für dich. Da kommt Hundi Nummer 2. Komm nach der liebe Nakidai. Wisst ihr, was ich mache? Ich mach's mir jetzt einfach. Danke für das Licht.
Oh. Verdreckst du noch einen Pfeil? Ja, da schon her. Das sind ja ganz neue Taktiken von euch. Einfach zwei Pfeile vertragen. So. Nehme ich mir mal wieder Licht mit. Gehe ich ja ganz schnell hoch, bevor mich irgendwas trifft. So, lala. Wo bin ich denn jetzt wieder? Orientierung. Habe ich nicht. Brauche ich nicht. Will ich nicht haben. Ich müsste eigentlich nur da vorne zur Nebelwand, ne? Ich höre irgendwann einen Zombie. Wahrscheinlich hinter mir. Na, Hundi, willst du nicht mehr? Kann ich verstehen. Wie die Dinge auch immer, dass diese Statuen genau da platziert sind, wo so Fackelpunkte sind oder so. Ist das schon mal aufgefallen? Na, guck mal, da muss ich rüber. Ich war so kurz vor dem zweiten Bonfire, da bin ich verreckt. Super. Er hat mich getötet, er war's. Der Pennervogel. Ich töte euch alle, hä? Alle mache ich euch platt. Wisst ihr, was mir in diesem Spiel abgeht? Diesen kleinen Leuchtstein aus Demon's Souls und Dark Souls. Das wäre doch toll, wenn man den kaufen könnte, dass man da vielleicht mit irgendeinem DLC einen neuen Charakterslot dazu bekommt, wie zum Beispiel einen Gürtelslot oder sowas. Dass du sagst, du könntest diesen Diamant, der wohl leuchtet, an den Gürtel befestigen, das wäre ein extra Slot oder sowas. Das wäre auch cool. Natürlich müsste so ein Diamant schwer zu finden sein, ne? Das finde ich auch immer toll von der KI, dass sie sich genau da platzieren, wo du nicht hinkommst. Das finde ich schön. Aber ich weiß, wo du stehst. Genau hier ist dieses riesige Insekt, das Gift heilt. Ja, genau, hier steht's. Wenn ihr nicht wisst, was das tut, das heilt Vergiftung. Das muss eine Kreatur sein, die aus Albias Festung entkommen ist. Und die heilt eben Vergiftung. Heilen tut es uns leider nicht. Finde ich schade, aber... Aber hey, nachdem dieses Vieh Leben gibt... nicht Leben, sondern... Seelen natürlich. Ja, Seelen ist Leben. Ich weiß, die Gleichung. Ich kenne sie. Giftiges Moos. Sie wehrt sich halt einfach nicht. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, komm. Komm. Sind immerhin 750 Seelen und giftiges Moos. Ist kein schlechter Deal, oder? Natürlich ist das kein schlechter Deal. So, ich brauche jetzt unbedingt das zweite Leuchtfeuer, weil meine Waffe schon wieder so dermaßen kaputt ist. Nicht mehr schön ist das. Ja, das Brett kann man nämlich durchschlagen. Bumm. Ihr müsst nämlich nicht den gefährlichen Weg von da links gehen. Wobei, jeder Weg hier drin ist gefährlich. Hey, der spuckt. Der spuckt ja wieder. So, einmal rasten. Ja, wir sind kurz vor dem Verdorbenen. Und ich muss menschlich sein, weil ich will Lucatil mitnehmen. Autsch. Okay, jetzt wieder rausfinden, welche Leiter die richtige ist. Es ist stockfinster, du siehst halt null. Ich hoffe, das war die richtige Leiter. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr zurück von dir. Ja, das ist die richtige Leiter. Auf Anhieb! Au! Benner versteckt sich einfach in den Schatten. Au. Oh, ich bin gleich tot. Die haben alle Finsternis auf den Waffen drauf. Also das Finsternis-Effekt. Nein! Nicht da hoch. Ich höre Schritte.
Aber ich sehe keinen. Da ist er. Das sind so simple Gegner, die könnt ihr so schnell töten, das ist der Wahnsinn. Nur ich habe meine Fackel hier im tiefen, dunklen Loch. Habe ich noch Feuerbomben ausgerüstet? Nein, habe ich nicht. Ich hoffe zumindest, dass das geht mit den Feuerbomben. Ich will mich da nämlich nicht durchrollen durch die Dinger. Dann mache ich nämlich wieder alles kaputt. Ausrüstungsmäßig. Ja, geht wunderbar. Gate. Zweig. Kann man immer gebrauchen. Ja, die sehen schon so einladend aus, die Statue mit den giftgrünen Augen. So, und hier unten geht's irgendwo zum DLC. Die schwarze Schlucht. Bin ja mal gespannt, bin ich doch da. So, nochmal rasten. Das muss aber irgendwo beim hinteren Bonfire sein, also kurz vor dem Verdorbenen. Da muss irgendwo das Areal sein für den DLC. So erzählt man sich zumindest. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde jetzt auch gerne in den DLC gehen. Da hätte ich jetzt echt keine Probleme damit. Aber hey. Das ist halt dann nicht der 22. Das ist halt das Problem. Nämlich Rollen vergiftet oder was? Pff. Interessiert mich gar nicht. Ich hab grünes Moos dabei. Ne, giftiges Moos heißt es. Giftiges Moos. Warum schiebt sich jemand giftiges Moos in den Rachen, wenn schon giftiger Moos heißt? Wie schnell ich da vergiftet werde. Ekler. Hör auf mich anzuflotzen. Ah, Peniswurm, den habe ich ganz vergessen. Kommt einmal dieses Vieh aus. Zis. Ob es jetzt aber war für einen Schotel. Schön. Ja, ja, spuck den da rum, ist okay. Ist okay. Ah, nee. Muss aufpassen, dass sie nicht den einen Angriff machen, wo sie mich instant töten können. Ja, lauf durchs Feuer, komm, lauf durchs Feuer. Lauf durch das Feuer. Ah. Wobei es irgendwie aussieht wie eine Hand, dieses Vieh. Schon ein bisschen auf jeden Fall. Oh, da ist der große Wurm. Wie aggro die sind. Nix. So, einer down. Ja, flotzt mir ins Genick. Ist okay. Mag euch ja auch. Ja, nicht wirklich, aber hey. Kann man da nicht rein? Nee, nur Schwärze. Okay, warten, bis es sich austobt. Wäre das nicht cool, wenn das Auswüchse von einem riesigen Monster wären? So ein Oktopus oder sowas. Kann man das schon cool vorstellen. Ja, da sind sie wieder. Guten Tag. Guten Tag. Na, wie geht's? Wie das aussieht. Ja, ich glaube, die Monsterkreaturen hier in Dark Souls 2 kann man an einer Hand abzählen, oder? Vorne ist ein Luftzeichen. Na, lauf durchs Feuer, komm. Ja, bleib im Feuer. Ja, so ist fein. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte dieses Vieh gerne als Haustier.
Na kommt, kommt. Ja, fein. Fein, ja, bist ein feiner, komm. Ja. Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Sterben will ich nicht. Muss die Schaden machen, ja. Alter. Also wenn sie mich erwischen, sind sie gefährlich. Wenn sie mich nicht erwischen, sind sie richtig schön knuffig und süß. Ah, da ist noch eine Truhe. Ah, ich habe so viel Zeug auf der Schnellauswahl, das ist nicht mehr feierlich. Das sieht aus wie ein bodenloses Loch hier. Au. Arsch. Göttlicher Segen, was will ich denn damit? Göttlicher Segen ist so dermaßen uninteressant. Hey, Skeleton ist Dinos. Wer steht hier? Der einsame Jäger Schmidt. Warum der Schmidt heißt, weiß ich nicht. Diese permanente Vergifterei, das ist so ekelhaft. Also die schießen halt von allen Ecken und Enden, ne? Und so wie es aussieht, ist der DLC nicht direkt hier. Fuck, bin ich tot, oder? Nein, doch nicht. Ist der DLC nicht direkt hier, sondern beim Boss direkt. Lauf, lauf, lauf! Oder hinterm Boss, wenn dann. Okay, wir haben es lebendig hierher geschafft. Das war auf jeden Fall Teil 1 der Prüfung. Hier sollte eigentlich das Siegel von Lucati liegen, aber... Ja, wahrscheinlich irgendwas vergessen oder vergeigt oder egal. Ich brauche Lucati nicht. So. Das Lustige ist, wenn man hier nichts tut und wartet, kann man die Schreie vom Verdorbenen hören. Die Arme. Aber für sowas haben wir keine Zeit, denn wir müssen ihn leider töten. Ich habe es jetzt nur einmal geschafft, um die Arme abzuschlagen. Nur ein einziges Mal. Muss auch ein ziemlich einsames Leben sein hier unten, oder? Wenn du den ganzen Tag nur aus Stein diese komischen Puppen fertigst. Das ist zwar ein ganz netter Abwehrmechanismus mit dem ganzen Gift und so, aber trotzdem. Würde mal interessieren, aus wie viel Leichen der besteht. Was schätzt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Dürften schon ein paar sein. Aha, ausgedrückt. Oh. Was hast du vor, Junge? Nix. Au, 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 au. Auchi, 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 auchi. Bist du des Wahnsinns? Du könntest mich verletzen mit dem Zeug, was du hier machst. Wer mich halt einfach wieder erwischen tut, ne? Wer mich halt einfach wieder erwischt. Nein, Patschehändchen bleibt bei dir. Das hatten wir doch schon mal alles. Junger Mann, im Frühling. Was? Eine 125 Schaden? Willst du mich rollen oder was? Au, nee, ich roll mich selber. Ins Feuer natürlich. Weil ich bin toll und so. Wisst ihr. Ach, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße!
komme aber nicht wirklich zum Zuge im Moment. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, er hat es auf mich abgesehen. Kommt das so den Eindruck, dass er mich nicht mag? Ja, das ist der Moment, wo man in den Arm absäbeln könnte. Wenn er Spinnen aufhört natürlich, ne? Alter. Ich finde dich ja nett und so, aber irgendwann ist es zu viel. Es ist zu viel. Jawohl, geblockt auch noch. Jetzt fühlst du dich scheiße, ne? Aber im letzten Durchgang, im New Game Plus 2, hat der große Blitzspeer noch 400 Schaden gemacht oder sowas. Ja, wo jetzt nur noch 125 macht. Das ist schon ein Unterschied. Er darf alles mit mir machen, nur nicht greifen. Greifen, glaube ich, ist fast instant tot. Soweit ich das natürlich noch in Erinnerung habe. Fuck! Was sage ich zu ihr noch? Roll dich. Und was passiert? Sie rollt sich nicht. Das ist schön. Das ist super, ist das. Das ist super. Ich will den jetzt noch schaffen, hä? Das lasse ich mir nicht bieten. Von ihm schon gleich dreimal nicht. Tja. Nochmal kurz rasten. Schon ein bisschen komisch, dass ich so wenig Schaden mache. Das kann ich raustun, das kann ich raustun. So. Okay, auf ein neues. Okay, das hätte ich vielleicht noch nicht raustun sollen. So, nochmal. Ich halt wieder nichts erwischen tun, ne? Ah, 600 mit einem Schlag. Da geht was. Was da? Ich wollte gerade weg. Ich wollte gerade weg. Oh oh. Chill. Chill. Es wird alles wieder gut. Ich verspreche es dir. Spätestens, wenn ich dich getötet habe, wird alles wieder gut. Natürlich aus meinem Sichtpunkt, nicht aus deinem. Junge, jetzt hör mal auf. War eigentlich neben der ganzen Sache, aber egal. Passt schon. Ich mag es, wenn du mich schlägst. Der erste Schlag hat irgendwie keinen Schaden gemacht, aber ist auch nicht verkehrt. Naja, kotzt dich raus. Okay. Ich heile mich in der Zwischenzeit. Spielen wir uns beide in die Hände. Nein, schieb mich du nicht weg. Der Effekt. Sehe ich ja gleich gar nichts mehr. Nein, nicht ins Feuer, nicht ins Feuer. Machst du es jetzt schon wieder? Kleiner, stinkendes Ding, du. So, geht doch. Gar nicht so schwer. Praise the Sun. Jawoll!
Alte Totenseele. 162.000 Erfahrungspunkte. Da wäre ich vorher nicht gestorben, hätte ich noch mehr. Oh, ein wundersames Geräusch. Ein wundersames Geräusch. So, lass uns doch mal gucken, wo der Eingang zum DLC ist, ne? Wo ist er denn? Hier ist er auf jeden Fall nicht. Hier ist nur diese kleine Truhe. Edler Knochenstaub, wunderbar. Wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier geht's zum DLC. Guckt euch das mal an, wie schön das ist. Ich entzünde jetzt mal dieses Leuchtfeuer. Mal gucken, vielleicht kann ich da schon irgendwas machen. Kann ich da irgendwas lesen? Das sieht aus, als könnte jemand da was lesen. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Krieg kein Mist. Eindringlinge werden sich ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Ohne Spur von Wasser und Weg. Wir elender Versuchung widerstehen. Die Stadt des versunkenen Königs schlummert genauso wie der darin verborgene Drache. Was, da gibt's einen Drache? Schön. Oh, ich kann's untersuchen. Und ich werde an einen weiteren magischen Ort gebracht. Bin mal gespannt. Oha! Das DLC-Gebiet. So wunderschön. Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne kanalisiert. Okay. Hm, hier kann ich die Fackel anzünden. Ich weiß, hier kann man Rufzeichen legen. Da kann man sich dann beschwören lassen, auch wenn man den DLC nicht hat. Ja, da kann man anderen Leuten helfen. Einfach hier das Rufsymbol hinlegen und dann kann euch ein anderer beschwören. Geschlossen. Öffne dich! Tut's aber nicht. Schade. Liebe Leute, dann war's das vorerst mit The Road to the Sunken King DLC. Der DLC erscheint am Dienstag. Dann geht's hier an dieser Stelle weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, gebt der ganzen Sache doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.